Wallahi, ich bin sehr, sehr stolz auf das, was Allah uns gegeben hat. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, ein Teil dieser Ummah zu sein. Und ich freue mich und es füllt meine Brust mit Stolz und Ehre, wenn ich sehe, wie die Muslime von uns alle wieder zurückgekehrt sind zum Dien. Alhamdulillah, möge Allah uns festigen. Aber eine Problematik habe ich erkannt. Ein Problem, ein Fehler habe ich erkannt. Schwierig, diesen Fehler zu erkennen. Aber aufgrund der Erfahrung im Laufe der Jahre, die Allah einen gibt, wird man darauf aufmerksam. Warum? Weil man selber da reingefallen ist. Manchmal muss man leider einen Fehler durchmachen, damit man daraus lernt. Welchen Fehler rede ich? Der kleine Schirk nannte es der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Die kleine Beigesellung, möge Allah uns davor bewahren. Welche ist es, fragten die Sahaba, was ist der kleine Schirk, ja Rasulullah? Er sagte, die Augendienerei. Die Augendienerei. Was bedeutet Augendienerei? Das bedeutet, in unseren Worten, wie würden wir es auf der Straße sagen, hör auf rumzuheucheln, du bist ein Heuchler. Du machst das nicht für Allah, du machst das für die Menschen. Und manchmal kann es sein, dass du es für Allah machst, aber du machst es auch für die Menschen. Das kann Augendienerei sein. Dass du es entweder nur für die Menschen machst, um gesehen zu werden, oder dass du es für Allah machst, aber auch für andere. Gemischt. Und deswegen sagte ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Ersten, die Allerersten, die gerichtet werden an Yawm al-Qiyamah, womit Jahannam angefacht wird, womit Jahannam angezündet wird, sind wer? Die Munafiqin, die Heuchler, die für andere gemacht haben. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt es. Ein Mann wird gerufen, der da viel gespendet hat. Aber wird sagen, was hast du gemacht? Ich habe gespendet, ja Allah. Für wen? Für dich? Lüge hast du nicht für mich gemacht. Du hast gespendet, damit die Leute dich sehen und sagen, oh, Masha'Allah, der spendet aber sehr viel. Dieses hat man über dich gesagt, was du dir gewünscht hast. Heute hast du keinen Anteil daran. Ab ins Feuer mit dir. Oder der, der viel gelernt hat, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Wissende. Für wen hast du das gemacht, mein Diener? Für dich, ja Allah. Lüge. Du hast es gemacht, damit die Menschen sagen, Masha'Allah, der hat viel Wissen. Das hat man über dich gesagt, mein Diener. Heute hast du keinen Anteil, ab in die Hölle mit dir. Weil du hast das nicht für mich gemacht, du hast das für andere gemacht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nicht nur, dass es der kleine Schirk ist, sondern das, was ich erwähne, ist, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nannte es nicht nur der kleine Schirk, die kleine Beigesellung, sondern Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nannte es auch der verborgene Schirk, der sich verbirgt, der sich versteckt, den man nicht so leicht erkennt. Und das ist das von der Erfahrung, was ich meinte. Manchmal merkt man das gar nicht. Und in dieser neuen, modernen Zeit mit Instagram und TikTok und Co. und Stories, diese Taten, die wir machen, manchmal denken wir uns, hey, ich will jetzt andere anspornen. Dabei merken wir gar nicht, dass wir es genießen, wenn die Menschen dann drunter schreiben, Masha'Allah, Allahumma barik, ich wünsche dich ja auch so wie du. Oh, möge Allah mich auch so wie du machen. Oh, das ist aber schön und eh. Wir merken gar nicht, und das ist das, was wir gesagt haben, Augendienerei kann sein komplett für andere oder gemischt. Und das Problem bei uns ist, es ist gemischt. Wir machen es für Allah, aber tief im Inneren gefällt uns das. Und wir wollen das, eine Bestätigung der Menschen, wie gut wir sind. Und wir zeigen denen das, hier, guck, wie gut ich bin. Was ist die Problematik hier, Abdulhamid? Ja, meine erste Absicht ist ja, dass ich den Menschen rufe. Hier gibt es zwei Probleme. Der erste Problem ist, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, an Yawm al-Qiyamah, die dies getan haben, sie werden gerufen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dann sagen, ruft jetzt diejenigen, für die ihr das gemacht habt und nehmt eure Belohnung von ihnen. Ihr werdet aber keinen Anteil finden. Das heißt, all das, was du gemacht hast, ist umsonst. Deine Spende, deine Umrah, dein Hijab, deine Sadaqa, dein Gebet, dein Koranlesen, umsonst. Umsonst gemacht. Weil du hast deinen Anteil schon bekommen. Du wolltest, dass die Leute Masha'Allah sagen. Sie haben es gesagt. Khalas, salamu alaikum. Und die zweite Problematik darin ist, wenn wir schon in dieser Stufe sind, wo wir uns selbst belügen und sagen, hey, ich mach das doch. Also wo wir kämpfen jetzt. Und in uns ist Gut gegen Böse. Und sagt, Herr, du machst das für Allah, aber du willst anspornen. Und der, erstmal mein Bruder oder meine Schwester, die erste Person, die du anspornen solltest, ist dich selber. Mach dir nicht so viel Gedanken über andere. Darauf folgende Sache ist, wenn du schon etwas zeigst, was ja nicht immer zwingend haram ist oder nicht zwingend in dieser Sache führen kann, Augendienerei, manchmal empfinden wir eine starke Aufrichtigkeit, möge Allah uns darin festigen, dann zeig nicht all das, was du gemacht hast. Zeig das Mindeste, das Kleinste, was du gemacht hast. Und wenn du genug Taten hast, die viel, viel größer sind, geheim gemacht hast und du zeigst eine kleine, kein Problem.
Das ist kein Problem, weil das ist die Aufrichtigkeit. Ich habe etwas gemacht zwischen mir und Allah, was keiner weiß, was viel größer ist, was viel schwieriger ist, was viel gewaltiger ist, als das, was ich euch gerade zeige. Das ist nur, damit ich euch ansporne. Wenn du so bist, ist alles gut. Hast du aber keine Taten, die du zwischen dir und Allah hast, dann zeig nicht das Wenige, was du hast, zeig es nicht. Hast du aber diese großen Taten nicht, die ich erwähnt habe, und du hast nur dieses Wenige, dann zeig es nicht. Dann lass es zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala sein. Denn darin liegt der Erfolg, darin liegt die Aufrichtigkeit. Weil es kann sein, durch dieses Wenige erlangst du Großes. Aber hast es gezeigt und du sagst, oh, guck mal, wie gut ich bin. Dann dieses Wenige hat dir auch nichts genützt. Möge Allah uns gut und besser machen. Möge Allah uns aufrichtig machen. Möge Allah uns vergeben. Möge Allah uns Taten machen lassen, die keiner sieht. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, das Gebet in der Dunkelheit bringt Nur an Yawm al-Qiyamah. In anderen Worten, das Gebet in der Nacht, wenn alle schlafen und keiner sieht und keiner hört. Nur Allah und du. So ein Gebet bringt Licht, Nur an Yawm al-Qiyamah. Denn das ist Ikhlas. Das ist Aufrichtigkeit. Sowas betet nur die Eliteeinheit unter den Muslimen. Weil man ganz genau weiß, diese Menschen leben nur für Allah. Nicht sie machen es für Allah, sie leben nur für Allah. Möge Allah uns von ihnen machen. Assalamu alaikum.